Hallo, herzlich willkommen. Heute soll es mal um das Thema Seelenheil gehen. Das ist ein großes Wort, wo wir heute gar nicht mehr so richtig wissen oft, was darunter zu verstehen ist. Wann empfinden wir unsere Seele als heil? Also ganz sicher ist es mal gegeben, wenn wir vollkommen sind, wenn wir befreit sind, wenn wir das Himmelreich Gottes in uns gefunden haben, wie Christen das sagen. Und Christus sagt uns auch direkt, das Himmelreich Gottes liegt in euch. Und Gott ist die Einheit. Also Seelenheil ist sicher dann, wenn wir mit allem eins sind, wenn wir Allverbundenheit erleben, dann ist Seelenheil erreicht. Wie können wir Seelenheil erwerben? Also haben so Religionen, haben natürlich so ihre Vorstellungen davon, wenn man alle ihre Gebote gut erfüllt und ordentlich Kirchensteuer abliefert und Ablass früher und so weiter. Also die haben ja da schon schreckliche Verirrungen abgelassen, die Religion. Und zu Kriegen angestachelt. Also haben wir heute im Islamisten glauben ja, dass sie Allah dienen, wenn sie da Ungläubige morden und, und. Also auf die Religion können wir uns gar nicht so richtig verlassen dabei. Ja, also in Irland haben ja noch bis vor kurzem evangelische und katholische Christen Krieg miteinander gehabt. Und da kann irgendwie das Seelenheil nicht so ganz im Mittelpunkt gestanden haben bei den Erwägungen, die dazu führten. Und das finden wir leider natürlich überall. Also in Indien haben sich dann Muslime und die Hindus in den Haaren und in Myanmar, da haben sich sogar Buddhisten dann mit Muslimen in den Haaren. Aber es gibt ja nichts, was da nicht gibt. Und irgendwie kann man merken, das hat mit Seelenheil, mit dem Heilwerden der Seele ganz wenig zu tun. Was wir da auf der äußeren Ebene empfohlen bekommen haben oder immer noch empfohlen bekommen von irgendwelchen Obrigkeiten in den Religionen, die dieses Wort ja hauptsächlich benutzen. Aber lassen wir uns mal den Blick so ein bisschen aufgehen und schauen mal, was ist die Essenz der Religion? Was ist denn das Gemeinsame? Dann finden wir natürlich schon schnell Übereinstimmungen. Ja, das, was man früher mit Esoterik gemeint hat, wie das Wort noch nicht so, ja, wie soll man sagen, ruiniert war. Da ging es um den inneren Kreis. Esoteros nannte Pythagoras den inneren Kreis seiner Schule. Und Exoteros war der äußere Kreis. Das waren diejenigen, die im täglichen Leben die Dinge angewendet haben, die der innere Kreis rausgefunden hat. Ja, der innere Kreis hat sich zum Beispiel mit dem Wesen der Zahlen beschäftigt, dass eben die Eins für die Einheit steht und die Zwei für die Polarität, die Zweiheit, aber auch die Zwietracht, den Zweifel und so weiter. Die Polarität von Yin und Yang. Und die Drei steht dann für die Trinität. Ja, also Mutter, Vater, das Kind, wäre eine Dreiheit. Oder das im Hinduismus Brahma, Shiva und Vishnu, der Schöpfer, der Zerstörer und der Erhalter. Und dann jeweils noch weibliche Figuren dazu, zu Shiva, Kali zum Beispiel. Nur Brahman steht für beides, für Yin und Yang, weiblich und männlich. Und dann gab es die Vierheit, gibt es immer noch die Vierheit, die vier Winde, die vier Himmelsrichtungen, ja, die quadratische Welt sozusagen, die Welt der Materie. Fünf steht dann symbolisch für den Menschen, wenn man so das Mandala des Menschen von Leonardo da Vinci anschaut, das wäre die Christuszahl, sagt man im Christentum. So kann man weiter tun. Die Sechs ist dann die Durchdringung des himmlischen und des irdischen Dreiecks, die Form der Bienenwaben und Wespenwaben und so weiter. Und es ist das Wesen der Zahlen. Der äußere Kreis, der hat sich mit dem Wert der Zahlen beschäftigt, also geht es um die Quantität. Im inneren Kreis geht es um die Qualität. Und die Quantität, da ist zum Beispiel der pythagoreische Lehrsatz uns vielleicht noch in Erinnerung: a² plus b² ist c². Das ist die Anwendung, das ist gut. In der euklidischen Geometrie braucht man das. Aber das Wesen der Zahlen spielt da nicht so eine Rolle. Der innere Kreis, Esoteros, der wusste natürlich vom inneren und vom äußeren Kreis, aber der äußere Kreis wusste nichts vom inneren Kreis. So, da kommt dieses Wort her. Und wenn wir ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, dann könnte man dem Thema Seelenheil schon noch mehr abgewinnen. Also in diesen alten Traditionen,
wo man sich noch sehr mit der Essenz beschäftigt hat, da gab es dann noch ganz anderes Wissen auch. Ja, die Schulmedizin hat bis heute die Chakren nicht entdeckt. Aber es gibt doch ein Wissen um die Chakren, diese sieben Stufen. Ja, im christlichen Kontext sind es die sieben Stufen der Jakobsleiter, dieser Himmelsleiter. Ja, und die oberste, das ist dann Sahasrara Padma, sagen die im Osten, der tausendblättrige Lotus, das Kronenchakra. Das wird dann aber auch im Christentum mit dem Heiligenschein dargestellt. Ja? Also Christus selbst, aber auch Franz von Assisi, die werden in der Regel mit dem Heiligenschein dargestellt. Auch Hildegard von Bingen oder Teresa von Avila, ja, diese wirklich Heiligen, die heil und ganz geworden sind, bei denen es keinen Zweifel am Seelenheil gibt. Manchmal dauert es ein bisschen, bis man es rausfindet. Ne? Die katholische Kirche hat eigentlich 1000 Jahre gebraucht, um Hildegard von Bingen heilig zu sprechen. 2012 haben sie das dann geschafft. Gut, dann haben sie sie auch gleich zur Lehrerin der katholischen Kirche gemacht. So, die hatte auch mystische Zugänge zu medizinischen Dingen. Da waren nicht nur die Pflanzen als physische Heilmittel, wo wir heute jetzt nach Alkaloiden suchen würden, sondern da war die Pflanze auch ein Wesen, die zu dem Wesen der Patientin passen musste und so weiter. Da ging es tiefer. Und in der christlichen Kultur ist eben auch mit der Jakobsleiter sind diese sieben Entwicklungsstufen schon bekannt. Herzchakra, Anahata. Ja, das wissen die meisten religiösen Traditionen, alle, die sich da mit der Essenz beschäftigen, eben mit diesem inneren Kreis im Kontakt sind, wissen um diese Dinge. Also wir könnten auch eine Medizin für die Chakren machen, dass wir sozusagen in allen Chakren diese Energieräder, das heißt Chakra, dass die sich entwickeln können. Wir könnten natürlich auch Yin und Yang besser verstehen. Ja, den weiblichen, den männlichen Pol, dass der in jedem Menschen drin ist. C.G. Jung sprach dann von der Anima, die der Mann auch hat, also die weibliche Seele. Animus ist dann die männliche Seele der Frau. Ja, also die Durchdringung von Yin und Yang. Und dann könnte man noch einen Schritt weiter gehen, weil Yin und Yang ist natürlich nicht ausreichend, um die Welt richtig zu differenzieren. Hat man die zwei Bereiche Yin und Yang noch unterteilt? Also aus dem Yin ist dann das weibliche Wasserelement geworden und das weibliche Erdelement. Und aus dem Yang das männliche Feuer und das männliche Luftelement haben wir vier Elemente. So, dann kann man noch weitergehen, wenn man die Welt differenziert durchschauen will, wenn man auf die Ebene der Ideen will, wie Plato sagte. Ja, hinter jedem Ding ist eine Idee. Das wäre die Ebene, wo wir die Lösung finden könnten. Einstein hat es so schön gesagt. Ja, Problemebene, die Oberfläche der Phänomene, da finden wir nicht die Lösung. Problemebene ist nicht Lösungsebene, hat er gesagt. Paul Watzlawick sagte, immer mehr vom selben führt zu nichts. Also zu keiner wirklichen Lösung. Das ist, was in der Politik geschieht. Immer mehr vom selben. So, bringt uns das wirklich weiter? Mir kommt nicht vor. Also jetzt haben wir schon vier Elemente mal drei Entwicklungsstufen. Und dann hätten wir 12 Prinzipien. Das sind so die Lebens- oder Urprinzipien. Ja, wir können sagen, das Feuer des Anfangs, dieses lodernde Feuer, das Aggressionsthema und das strahlende Feuer der Sonne, das Charisma, Herzthema. Und wir könnten diese innere Glut, die Begeisterung sehen. Ja, das ist dann das Jovische, wo das Wachstum hingehört, die Expansion. Beim Wasser können wir das genauso machen, dieses fruchtbare Wasser des Anfangs, Fruchtwasser eben, der Teiche und Tümpel, wo Mutter Natur mit Großzügigkeit Millionen Kaulquappen wachsen lässt, um ein paar Frösche zu haben. Und dann ist aber auch dieses verschlingende Wasser da, das Moor, ja, wo alles abstirbt, dann um neues Leben zu transformieren. Also Metamorphose, die Wandlung ist da das Thema. Das wäre so das 8. Lebensprinzip. Und dann ist da auch noch das 12., die 12. Lebensbühne. Ja, das ist so die unendliche Weite der Ozeane, das ozeanische Gefühl. Also 12 Entwicklungsstufen, man kann die im Entwicklungskreis darstellen. Und wenn wir Seelenheil verwirklichen wollen, also dass die Seele mit allem verbunden ist, als Mann, meine Seele dann auch mit der Anima ganz verbunden wird und ganz eins wird und die männlichen Elemente Feuer und Luft sich mit den weiblichen Wasser und Erde verbinden. Weil wir haben ja alle natürlich das Seelenelement Wasser in uns. Und alle haben aber auch Feuer, das Feuer der Begeisterung.
Wir haben alle Struktur in uns, ja, das Erdelement, und wir haben die Beweglichkeit der Gedanken, dieses luftige Element, der Fantasien und so weiter. Also wir haben natürlich alle vier Elemente in uns und haben Anteil an denen. Und wir können sie jetzt wieder unterteilen und dann haben wir diese 12 Lebensprinzipien, Lebensbühnen. Wir haben alle Anteil daran. Und wir merken das auch. Ja, jeder von uns lacht bei anderen Witzen ein bisschen mehr. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Resonanz habe ich denn zu dieser Lebensbühne, zu der dieser Witz gehört. Und das Gleiche gilt für Filme. Es ist ja manchmal in der Partnerschaft schon gar nicht so einfach, einen Film zu finden, der beiden so richtig gefällt, weil beide noch verschiedene Resonanzen haben. Aber zum Schluss müssen sie alles in sich finden, ja, damit die Seele heil wird. Also es ist auch eine Möglichkeit, eine wunderbare Möglichkeit eigentlich, das ist der Sinn der Partnerschaft, dass ich als Mann die Anima lerne, den weiblichen Anteil, und die Frau den Animus, den männlichen Anteil. Und so könnten wir insgesamt davon ausgehen, dass wir alle diese Prinzipien verwirklichen müssen. Yin und Yang, die vier Elemente und alle 12 Lebensprinzipien. Und wir können uns dabei helfen lassen. Ja, wie können wir uns helfen lassen? Wir könnten Psychotherapie machen, um die Haken und Ösen, die in unserer Seele so unrund sind, besser auf die Reihe zu kriegen. Und da würde ich immer eine tiefgehende Therapie, wie die Schattentherapie in Johanneskirchen, empfehlen, die diese Tiefe auch darstellt. Und wir können natürlich auf der Bewusstseinsebene diese ganzen Prinzipien jetzt lernen. Das ist auch eine Sache, die ich empfehle. Ja, die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze, Polarität, Resonanz, Gesetz des Anfangs, Felder. Wichtiger Punkt. Und auch vor allem das Schattenprinzip. Ja, im Schatten finden wir natürlich unsere Symptome, unsere Probleme, die Krankheitsbilder, das, was wir nicht so mögen. Aber der eigentliche Schatz ist auch im Schatten. Nämlich diese Probleme und Symptome, wenn wir deren Bedeutung rausfinden, so im Sinne von Krankheit als Symbol, die Symbolik verstehen lernen, dann ist es auch eine Möglichkeit, um heil und ganz zu werden. Und wir können sogar beim Körper ansetzen. Die heutige Medizin, die geht da relativ grob dran. Ja, also die Schulmedizin neigt dazu, mit ihrer allopathischen Richtung Symptome zu unterdrücken. Dinge, die nicht in Ordnung sind, ein Knoten, der da nicht hingehört, wegzuschneiden. Aber man kann nicht erwarten, und das ist auch wirklich kein Vorwurf an die Schulmedizin, durch Wegschneiden und Unterdrücken kann man nicht heil werden und ganz. Ja, da fehlt einem ja dann was. Also heil und ganz werden, wenn ich die Frage stelle, was fehlt Ihnen? Sagt mir der Patient, was er hat, seine Symptome. Daraus sollte ich aber herausfinden, als guter Arzt für diesen Menschen, was ihm wirklich fehlt. Wie kann ich ihm denn das geben? Na, das kann ich auf einer Informationsebene machen, so intellektmäßig. Ich könnte das über eine Gefühlsebene machen. Ich kann es sogar über die Körperebene machen. Und es gab in den uralten Zeiten wirklich eine Medizin, die diesen Anspruch hatte, die alchemistische Medizin, die Alchemie. Hat auch eine Medizinkomponente. Also Paracelsus zum Beispiel, der so als Ahnherr der modernen Medizin gefeiert wird, der hat sich sehr mit diesem Thema beschäftigt. Goethe sagt das, dass er in jungen Jahren mal so schwer krank war, dass ihn nur ein Arcanum, ja, so eine Medizin, die Lebenskraft enthielt, dass nur das Arcanum ihn retten konnte. Dieser Transport von Lebenskraft, von Lebensenergie über Medikamente, der ist uns heute ganz verloren gegangen. Die Schulmedizin benutzt ihre Medikamente zum Unterdrücken von Symptomen, was übrigens auch gut klappt in der ersten Lebenshälfte. Nur bei den chronischen Krankheitsbildern, die durch diese Unterdrückung entstehen, aus meiner Medizinsicht, da können sie dann nicht mehr viel machen. Insofern empfehle ich Ihnen nicht die allopathische Medizin. Aber manchmal ist sie lebensrettend, dann ist sie notwendig. Ja, beim allergischen Schock brauche ich einfach kreislaufzentrierende Mittel möglichst mitten rein und auch viel Cortison und Antihistaminika, dann kann man das Leben retten. Aber die Allergie ist nicht geheilt, die er durch diesen Stich zum Beispiel eines Insekts bekommen hat. Da bräuchte es dann eine sensiblere Medizin. Ja, also eine Medizin, die diese Thematik wirklich angeht, die genau dieser individuelle Mensch dort bietet. Ja, deswegen ist die Homöopathie so gar nicht mit diesen Doppelblindstudien oder so zu bearbeiten. Das ist einfach ganz, ganz individuell. Ja, also am weitesten weg ist diese Medizin von so einem schulmedizinischen Ausdruck wie die Niere von Zimmer 18. Ja, da wird die Niere behandelt, gar nicht der Mensch. Und jeder hat zwei Nieren und dann gibt es Nierenmittel.
Das gibt es in der Homöopathie nicht, Nierenmittel. Oder wenn das behauptet wird, dann ist es keine klassische Homöopathie mehr. Dann ist es bereits eine Komplexmittelhomöopathie. So, das kann auch mal hilfreich sein, aber das Wirkliche wäre das ganz Individuelle, wie in der Psychotherapie auch. Und dann gab es eben, gibt es heute noch, aber nur noch relativ selten, Mittel, die die Energie wirklich auch bringen konnten. Ja, sie nicht nur lenken, das wäre dann die chinesische Medizin, sedieren und tonisieren mit entsprechenden Nadeln bei der Akupunktur. Nein, sondern Energie wirklich transportieren, also Lebenskraft mit reinbringen, so wie das Arcanum, von dem Goethe sprach. Das wären eben alchemistische Medikamente. Und man kann tatsächlich solche Essenzen auch heute noch bekommen. Also von Evolution gibt es zum Beispiel so eine ganze Serie für die 12 Prinzipien auch. Da kenne ich auch den Hintergrund so ganz gut, weil von den Leuten, die zu der Firma gehören, auch schon Seminaren bei mir waren. Und da ist der Anspruch da, dass man auf einer sehr feinstofflichen Ebene, die jetzt einer evidenzbasierten Medizin naturwissenschaftlicher Art gar nicht vermittelbar ist, aber die doch ihre Wirkung hat und die auch spürbar ist für sehr sensible Menschen. Ja, also gibt es dann solche Essenzen, die jetzt zu den einzelnen Lebensprinzipien passen. Jedes Lebensprinzip gehört natürlich wieder zu einem Element und zu Yin oder zu Yang. Also dann haben wir wieder diese ganze Kette. Diese Möglichkeiten, die gibt es heute tatsächlich. Und es gibt auch noch Menschen, die Zugänge dazu haben. Die sitzen nicht in den Apotheken und schon gar nicht in der Pharmaindustrie. Das muss man sich einfach klar machen. Aber es gibt eben noch zur Schulmedizin eine Komplementärmedizin. Und das wäre jetzt ein ganz besonderer Aspekt der Komplementärmedizin, der selbst von vielen Naturheilkundlern gar nicht mehr ernst genommen wird, weil wir in unserer Zeit heute so weit weg sind. Ja, also für die meisten ist ja Psychosomatik schon gar kein Thema. Ich glaube, unsere Politiker haben bei der Corona-Krise gar nicht richtig realisiert, was sie angerichtet haben mit dieser Angst- und Panikverbreitung. Ja, also wenn ich so einen Herrn Drosten sehe, denke ich mir, wahrscheinlich weiß der gar nichts von Psychosomatik. Sonst könnte er ja nicht so, also sonst wäre es ja ganz, ganz fatal. Es ist so schon schlimm genug für seine Seele, was er da anrichtet, was der verantworten muss. Politiker sind wahrscheinlich noch ein Stück weiter weg von diesen Themen. Also schon die Psychosomatik, schon die seelische Beteiligung ist heute ein Stück weit weg. Wenn wir jetzt die energetische Ebene noch dazu nehmen, also die Vermittlung von Lebenskraft, von Lebensenergie, dann wird es ganz dünn, aber eben es gibt das tatsächlich noch und ist eine Möglichkeit, sich entwicklungsmäßig ja, so Anstöße geben zu lassen mit dieser ganz anderen Komponente. Und schon vom Namen her ist Alchemie der größere Teil. Die Chemie ist die Chemie. Die unterteilt sich in organische und anorganische. Und dann gibt es noch die Alchemie. Da ist das alles verbunden. Man darf sowas heute kaum noch sagen, aber Therapeuten, mit denen ich lange Wegstrecken, Jahrzehnte auch gegangen bin, die kenne ich zum Teil noch von Alchemiekursen mit Frater Albertus. Das waren auch spannende Zeiten, so eine ganz andere Ebene der Medizin mal kennenzulernen. Und freut mich, dass es dann doch tatsächlich immer noch auch Mittel gibt, spagyrisch nennt man die auch oft, wie eben diese Essenzen, die auf diese Ebene wirken. Und zur Ganzheitsmedizin gehört das alles dazu. Natürlich auch die Schulmedizin, aber eben auch diese ganz feinstoffliche Art von Medizin. In diesem Sinne, auch das als ein Hinweis, ein Tipp, vielleicht gibt es mal eine Situation, wo das nahe liegt, wo man in diesem Bereich was für sich tun will. Euer Rüdiger Dahlke.